Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier ist Monika Nirjana und es geht um das Thema Geheimnisse des Lebens und insbesondere um dieses Thema Fehler machen. Also für mich ist es so, ich finde, alle Menschen machen Fehler und ich glaube, ich habe bisher noch niemand getroffen, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Und ja, daher wollte ich dir sagen, im Grunde genommen ist Fehler machen gar nicht so schlimm. Ja, und ich persönlich mache das so, wenn ich mal einen Fehler mache, dann sage ich das gleich. Dann sage ich, oh Gott, guck mal, ich habe da einen Fehler gemacht und das ist jetzt, ah, ist mir sehr peinlich, aber was können wir denn da machen? Und in dem Moment wird eigentlich sofort geholfen. In dem Moment ist das Eis wie gebrochen. Es gibt ja Menschen, die möchten, ja, die verstecken das, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Die möchten das nicht so gerne zeigen und schämen sich. Aber ehrlich gesagt, zu schämen braucht man sich nicht, denn Fehler machen ist doch menschlich. Also das ist jetzt so meine Einstellung. Fehler machen ist menschlich und von daher, wenn du mal einen Fehler machst, dann sprech lieber gleich darüber. Sag, dass dir da was passiert ist und ich glaube, alle Menschen werden da großes Verständnis dafür haben. Ja, und von daher ist ja dann auch gleich das Eis gebrochen und es geht dann danach normal weiter. Es ist nicht so schlimm, als wie wenn man das verstecken will. Also wenn jetzt jemand einen Fehler gemacht hat und das verstecken möchte und dann ja vielleicht auch sagt, oh, nee, 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 ich war das nicht und so, der baut sich ja dadurch eine Blockade auf, ja, weil das wenn man einen Fehler gemacht hat und es nicht zugibt, dann steht man nicht zu sich selbst und geht in die Angst. Und Angst ist, wie ihr ja wisst, wirklich nicht gerade der richtige Weg. Also lieber versuchen, zu sich selbst zu stehen, das auszusprechen. Und in dem Moment ist das Eis gebrochen, dann merkt man, dass es eigentlich halb so schlimm ist. Und dann geht es einfach so weiter. Ja, für mich sind Fehler nichts anderes als eine Lebenserfahrung, etwas, wo man lernen kann im Leben, was man besser machen kann. Und von daher finde ich Fehler, die nicht gemacht werden oder ein Leben ohne Fehler, ja, das ist langweilig, man lernt nichts dazu, es ist eigentlich, ja. Also ich denke, aus Fehlern wird man klug. Das ist die weitaus bessere Devise. Und ja, vielleicht kann ich dir ja Mut machen, einfach zu dir zu stehen, wenn du mal Fehler gemacht hast und an meine Worte zu denken. Und es gibt noch eine gute Methode, zu erkennen, ob man auf dem richtigen Weg ist, wenn es jetzt um Entscheidungssachen geht. Also wenn du dich jetzt für etwas entscheiden sollst und weißt nicht genau und bist dir unsicher, ob du letztendlich einen Fehler machst, wenn du dich so oder so entscheidest. In dem Moment könnte ich dir empfehlen, gehe in dein Herz, dehne dich mit Liebe aus, mach dich ganz groß, geh in das vereinte Chakra, also dehne dein Herz so weit aus, dass es so groß ist, wie du selbst bist. Und dann überlege nochmal, dann hole nochmal diese zwei Punkte hervor, um die es geht und wo du dich dann gut dabei fühlst. Das ist die richtige Entscheidung. Also da kann jetzt der Verstand überhaupt nicht mitreden. Der ist überlastet mit solchen Dingen. Und ja, probier es einfach mal aus. Ich komme mit dieser Methode sehr gut durch mein Leben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dir damit so ein bisschen weiterhelfen kann. Auf jeden Fall, die Devise Fehler machen ist wirklich nicht schlimm. Jeder Mensch ist Mensch und der Mensch, der das nicht versteht, wenn jemand einen Fehler macht, der dann zu schimpfen beginnt und so, der trägt ein Thema in sich, was er selbst erst verarbeiten muss. Denn dann, wenn jemand zu schimpfen beginnt, fängt er ja an zu bewerten und sich über den anderen Menschen zu stellen. Und das ist ja nicht der richtige Weg. Aber das wissen wir in der Spiritualität. Und ja, manche Menschen in der Dualität, die wissen das eben noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns nicht aufhalten. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich dir mit meinem Ratschlag,
Macht nichts, wenn du einen Fehler gemacht hast, steh einfach dazu. Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen bei meinem neuesten Video. Also, bis dann. Tschüss.